Ja, guten Morgen, liebe Outdoor-Enthusiasten. Heute ist der 15. Februar 2020. Es ist für einen Februar sehr warm. Ich tippe mal, wir haben jetzt schon 8 Grad, 8 bis 10 Grad. Wir wollen heute einen Weg gehen, der ursprünglich vom Giesenberg in Herne bis nach Hattingen führt. Der ist mit einer Raute gekennzeichnet. Das werden wir aber nicht so ganz genau machen. Wir sind mit der Straßenbahn bis nach Bochum-Gerte gefahren, befinden uns jetzt auf dem Weg zu dem Wanderweg und folgen den auch so ungefähr 20, 25 Kilometer und werden dann irgendwie improvisieren, dass wir wieder zu Hause ankommen. Okay. Dass es sonnig ist, habe ich schon gesagt. Und ungewöhnlich warm für einen Winter. Das sind wir ja nun auch alle schon mittlerweile gewohnt. Dann bis gleich. Hier durch den Hiltrupper Busch, Berger Mühle, habt ihr vorhin gesehen auf dem Schild. Ja, diesen Weg sind wir schon mal gegangen, aber da waren wir noch keine Wanderer, beziehungsweise das waren unsere Anfänge und da haben wir noch gar nicht gewusst, was diese Rautenzeichen bedeuten oder überhaupt die Zeichen bedeuten, wenn wir überhaupt auf die Zeichen jemals geachtet haben, weil wenn man so normal spazieren geht, achtet man ja meistens nicht darauf und weiß auch gar nicht, was die Zeichen zu bedeuten haben. Ja, das ist hier eigentlich sehr schön landschaftlich. Wir sind hier mitten im Wald, aber wie ihr hören könnt, befindet sich ganz in der Nähe vor uns, da gehen wir jetzt runter durch, eine Wahnsinns-Autobahnbrücke unter der Autobahn 43. Die hier mitten durchs Ruhrgebiet führt. Ja, und das ist echt krank. Auf der einen Seite die Vögelchen und die Natur und auf der anderen Seite die Autobahn. Aber so ist das hier im Ruhrgebiet.
Wir haben jetzt mittlerweile 11 Kilometer auf der Uhr. Wie ihr gesehen habt, sind wir durch den Bochumer Stadtpark gegangen, dann an unserer jüdischen Synagoge und an dem Planetarium auch vorbei. Es ist immer noch warm, immer noch sonnig. Okay, was haben wir für Sachen an? Also es ist ja immer von Interesse, was man für Schuhe anhat. Wir haben für solche Wanderungen ziehen wir am liebsten Laufschuhe an, Trailrunning oder Jogging-Schuhe, weil für uns beide am bequemsten, weil heute war auch nicht zu erwarten, dass wir irgendwie durch große Matschgebiete oder irgendwie durch fette Waldgebiete laufen, sondern das ist meistens asphaltierter Untergrund. Oder wenn wir durch den Wald heute sind, war es ein fester, harter Untergrund. Da haben sich Laufschuhe eigentlich als sehr gut erwiesen. Wenn es regnet, werden die halt nass, dann hast du nasse Füße, das ist auch kein Problem, die werden auch wieder trocken beim Gehen. Also der Mythos, dass man da sofort eine Blase von bekommt, wenn man nasse Schuhe anhat, ist ein Mythos. Schwachsinn. Naja, Schwachsinn. Ist uns auf jeden Fall noch nie passiert. Auf jeden Fall ist das so, wenn man sich entschließt, viel rumzulaufen, wandern zu gehen, größere Strecken spazieren zu gehen, kann man bei jeglichen Dingen sparen, aber nicht bei den Schuhen. Da sollte man auf jeden Fall sich sehr gute Schuhe kaufen, weil in so Discounter-Walking-Schuhen oder so, das ist einfach rausgeschmissenes Geld, die taugen für nichts. Es müssen jetzt nicht High-End-Teile sein mit Gore-Tex, aber wir haben eigentlich immer darauf geachtet. Jetzt zum Beispiel trage ich die von der Firma Brooks, die Glycerin 17 Laufschuhe, und die Petra trägt die von dem Brooks Ghost 12. Ne? Ghost 12. Ja, das sind auch immer tolle Laufschuhe, die sind toll gedämpft und das macht sich bezahlbar, wenn man halt viel auf festem Untergrund unterwegs ist. Ja, das ansonsten klamottenmäßig. Eine Wanderhose kann man sich auch zulegen, muss aber nicht sein. Vorteil an der Hose, die ich trage, und auch die Petra, die sind gewissermaßen elastisch und sind ganz leicht und trocknen total schnell. Also wenn man da mal mit im Regen kommt und die Hose wird nass, dann ist die auch ganz schnell wieder trocken. Ja, des Weiteren braucht man immer eine Jacke oder eine Weste oder was. Da empfehle ich auch, dass man sich eine Jacke, Weste mit ganz vielen Taschen genehmigt, weil man viel dabei hat. Das ist einfach so, vom Schlüssel über Portemonnaie, Taschentücher und so Kleinigkeiten. Aber es ist immer gut, eine Jacke, am besten mit, habe ich ja gesagt, vielen Taschen und Reißverschlüssen. Okay, wie gesagt, wir sind jetzt an der Bochumer Innenstadt. Da sind wir gar nicht rein, am Rande gewesen. Ihr habt ja auch gerade das Bergbaumuseum gesehen, da sind wir auch her. Jetzt geht es auf jeden Fall Richtung Bochumer Süden. Wir melden uns gleich wieder. Thank you.
Jetzt hat es mich auch erwischt. Ich bin auf einen Ast getreten und mit dem anderen Fuß in der Schlinge von dem Ast hängen geblieben und habe mich langgelegt. Ja, ich hoffe, ihr konntet das sehen. Nee. Zum Glück ist nichts passiert. Meine Knie sind nicht kaputt, die Hände auch nicht, alles nur ein bisschen schmutzig. Ja, nochmal Glück im Unglück gehabt, dass das hier so ein halbmotschiger Waldweg ist. Ja, so kann es gehen beim Wandern. Also immer Augen auf. Kilometer 22. Wir sind jetzt hier im Weidmarer Holz. Pass auf, Petra, dass du nicht wieder stolperst. Ja, das Weidmarer Holz erinnert mich daran, wie es zu unseren Anfängen war. Das war nämlich hier so ein Naherholungsgebiet, was sich nicht, sich in unserer Nähe befindet, also nicht so weit von zu Hause weg. Und unsere ersten Wanderversuche oder Wanderungen waren so, kann man sagen, eine Stunde hin, eine Stunde zurück, also 2 Stunden, so roundabout immer wieder nach Hause. Ja, und so haben wir Feuer gefangen, haben dann auch irgendwann die Wanderzeichen entdeckt und beziehungsweise uns gefragt, was das denn für Zeichen sind. Ja, und haben dann im Internet recherchiert und nachgeschaut, wie lang die Wege sind. Ja, und wir haben uns gerade noch unterhalten. So die ersten richtigen Wanderungen waren dann so ungefähr 16 Kilometer, 4 Stunden für uns. Mittlerweile sind wir deutlich schneller geworden. Also 4 Kilometer in der Stunde gehört eindeutig der Vergangenheit an. Ja, das ergibt sich aber so mit der Zeit. Ja, und so sind wir halt zum Wandern gekommen und hier waren wir jetzt auch schon lange nicht mehr, weil wir unseren Radius ja dann immer erweitert haben. Ja, jetzt gehen wir Richtung Rauendal. Da gibt es noch mal was zu sehen. Das sage ich euch dann gleich oder der Herbert. Und wir sehen uns gleich wieder, wie gesagt, im Rauendal. Wir sind im Bochumer Stadtteil Sundern. Das, was ihr gerade gesehen habt, war der Malakow-Turm der ehemaligen Zeche Krockhauser Tiefbau. Das ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel hier in Bochum, weil direkt am Weidmarer Holz. Das ist bergbauhistorisch super interessant und ist natürlich schön im Grün. Falls ihr mal in Bochum seid, müsst ihr euch ganz viel angucken. Aber das auch auf jeden Fall. Diesen Turm allerdings auch auf jeden Fall. Ja, wir sind jetzt insgesamt, ich glaube, 24 Kilometer gelaufen. Ja. Und weiter geht's. Noch ist es hell. Uhrzeit weiß ich jetzt gar nicht. Kannst du mal gucken? 17.06 Uhr. 17.06 Uhr, eine Stunde haben wir noch. Thank you.
das nenne ich mal eine Punktlandung. Wir sind ganz nah an unserem Zuhause. Die 30 Kilometer sind jetzt auch schon vorbei. Das war eine tolle Wanderung. Viel Bekanntes haben wir gesehen, viel Unbekanntes. Wir haben die Raute dann irgendwann mal verlassen. Der rast hier auch wie so ein Geistgestörter. Naja, kommt aus einem Stadtteil, wo ich das nichts anderes erwarte. Gut. Also, wir hoffen, das Video wird euch gefallen und wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Petra und Herbert von Wandern im Ruhrgebiet. Wer krank ist, soll wieder gesund werden. Und es geht immer weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sag du auch Tschüss. Tschüss. Du warst...